Hallo und herzlich willkommen zur Einstimmung, der energetischen Einstimmung, wie auch der theoretischen Einstimmung auf den Wonnemonat Mai. Hier in Berlin, habe ich gerade schon gesagt, scheint die Sonne. Und das war total schön. Ich habe auch schon faul im Garten rumgelegen und rumgebrustelt und schon mal geguckt, wo ich die Dahlien hin dieses Jahr hinsetze. Diejenigen von euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Wolfgang Riedl, ich lebe und liebe hier in Berlin. Seit 2006 habe ich meine Praxis. Ich bin systemischer zertifizierter Coach. Ich bin spezialisiert auf traditionelle chinesische Medizin, Körperarbeit, Yin-Yoga, Blütenessenzen und ätherische Öle. Und meine größte Leidenschaft ist, der Busfahrer für jeden Einzelnen zu sein, der Bock hat, auf seinem Leben, in seinem Leben einfach die nächsten Stationen zu erklimmen. Und Busfahrer sage ich einfach nicht, weil ich tolle Auto fahren kann, ganz gar nicht, überhaupt nicht. Aber eher als Wegbegleiter. Wir gehen einfach so weit in deinem Leben voran, begleite dich in deinem Leben voran und guck einfach, was wir so brauchen auf dem Weg. Das kann mal auch ein Partybus werden oder ein bisschen flott getanzt wird. Es kann auch mal still sein, wo gar nichts mehr gesagt wird, wo einfach der Raum entstehen kann, dass Heilung entstehen kann durch die innere Arbeit. Das ist so mein größtes Anliegen. Wir können zwar versuchen, im Außen immer die Sachen zu regeln, aber letztlich geht es immer da drin um das, wie wir uns da drin navigieren. Damit ich weiß, wer du bist, woher du kommst, ist jetzt für diejenigen, die live mit dabei sind, schreib einfach mal deinen Vornamen und woher du kommst, damit ich mal sehen kann, wo in der Welt wir diesmal für dieses Webinar Menschen angesprochen haben, hierher zu kommen. Yes, welcome. Hamburg, Raum Ingolstadt, Augsburg, Bayern, Landkreis Osterholz, Nähe Stuttgart, Bautzen. Ich lasse mal nebenbei noch hier ein paar Leutchen rein. Ich weiß, dass das noch ein paar. Ah, Fuerteventura! Super! Der Oberstein, ah, sehr schön. Jawohl. Ich weiß, dass Berlin auch vertreten ist. Ich habe schon ein paar Berliner Gesichter auch gesehen. Superb. Freue mich riesig, dass ihr alle da seid. Lebt's. Ja. Dann machen wir mal hier weiter. Was genau ist denn die energetische Einstimmung auf den Mai? Ich habe Anfang des Jahres euch mal wieder so ein bisschen in meiner Trickkiste gesammelt, gebuddelt, traditionell chinesische Medizin. Dort gibt es so die Jahreszeiteneinteilung und bei den Yin-Yoga-Ausbildungen, gerade bei der TCM und Daoismus-Ausbildung, war es immer so, ja, aber wann beginnt denn jetzt der Frühling oder das Holzelement und wann ist denn jetzt genau die Erde und wo ist das Dojo dabei? Für einige von euch wahrscheinlich böhmische Dörfer. Letztlich ist es so, dass die traditionelle chinesische Medizin beziehungsweise der Daoismus mehr nach dem Mondkalender orientiert. Und von daher gibt es wieder ein paar Leute, die nicht reinkommen. Na gut. Also nach dem Mondkalender orientiert. Und wir haben ja natürlich hier im Westen haben wir unseren Sonnenkalender. Und somit sind diese beiden Kalender etwas zusammengebracht worden. Und es gibt dann 24 Himmelsstämme. Und diese 24 Himmelsstämme, oder man könnte sie auch Sonnenstämme nennen, repräsentieren sozusagen das Jahr, wobei es immer Punkte sind oder Eckpfeiler oder Säulen sind, die uns so einen Zeitraum anzeigen.
Und Anfang des Jahres dachte ich so, ja, ich fange mal damit an, eben auch als Einstimmung auf das Jahr. Und war ganz überrascht, weil ich habe die Videos einfach auch aufgenommen, einfach, und habe sie bei YouTube reingestellt und die Resonanz war formidable. Und jetzt dachte ich auch mal, ich mach's mal live. Und ja, genau. Wenn wir uns dann den Wonnemonat Mai anschauen, sehen wir einfach schon mal, dass alles super, super, super grün wird, dass alles in der vollen Blüte schon mal anfängt zu stehen. Die Sonne kommt raus, ich kann gestehen, mein Herz wird echt warm. Und es ist jetzt so traditionell gesehen aus der TCM und Daoismus, gehen wir ins Feuer. Wir haben jetzt noch so ein paar Tage Übergang, wo wir quasi diese Kühle des Feuers sehen oder die Vorbereitung des Feuers. Und hier in dieser Einstimmung, die wir hier gemeinsam machen werden, schauen wir uns zwei Säulen aus den lunisolaren Stämmen an, von dem Mondkalender. Wir gehen in eine Meditation hinein, wir gehen in eine Reflexion hinein. Ich werde euch ätherische Öle präsentieren, die euch dann in dieser Zeit bis zum 1. Juni dann auch unterstützen können. Und ich habe zum Schluss noch ein paar Überraschungen für euch. Von daher, stay tuned. Wir fangen mit der Einstimmung an. Dafür möchte ich dich einladen, dich einfach zurückzusetzen. Hier musst du nichts tun. Hier geht es einfach darum, dass wir einmal durch den Körper gehen. Und dann mal reinfühlen, was der Mai für uns parat hat. Schließ dafür die Augen, nimm das, was du so brauchst. Könnte sein, dass du vielleicht noch ein Spray hast, dass du dir die Aura geben möchtest, dann tu das. Oder dein Lieblingsätherisches Öl, gib dir ein Anointment, dass du dir einfach einen Tropfen Öl gibst, das verreibst und in die Aura fächerst oder aufs dritte Auge bringst. Und dann schließ die Augen und nimm einige Atemzüge in den Bauch hinein. Erlaub dir, in den Bauchraum zu sinken. Erlaub dir, deine Füße am Boden zu spüren, so gut es geht. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann lehn dich gerne an. Und lass dich ganz gemütlich in deinen Stuhl, in deinen Körper hineinsinken. Und dann verbinde dich mit deinem Atem. Erlaub dem Atem in dich hineinzuströmen, auf eine ganz individuelle Art und Weise. Ganz achtsam und behutsam. Lass den Atem Atemzug für Atemzug dich auffüllen, dich erfüllen. Und wenn du merkst, dass du einen eigenen Rhythmus gefunden, dann möchte ich dich einladen, mehr in Richtung Bauchraum zu atmen. In diesen Bauchraum, in den Unterbauch. So dass sich mit der Einatmung die Bauchdecke etwas wölbt.
Und mit der Ausatmung entspannt sich die Bauchdecke. Du merkst, dass deine Gedanken hier noch ein bisschen lauter sind. Dann leg dir gerne eine Hand auf den Unterbauch, sodass du dich noch mehr hier in diesem Bauchraum verankerst. Erlaub den Spannungen der Schultern zu sinken. Und das Gesicht darf sich mehr und mehr entspannen und weich werden. Und spür deine Füße, spür dein Becken, spür deinen Rücken. Und gib dir innerlich die Erlaubnis zu fühlen, dich sicher zu fühlen, getragen zu fühlen. Und dem allen mit einer inneren Offenheit zu begegnen, in deinem Eigensinn, in einer inneren Freundlichkeit und Nachsichtigkeit. Aus dieser Ruhe und Gelassenheit heraus, steig langsam auf mit deiner Aufmerksamkeit in den Brustkorb. Komm in dein Herz hinein, entweder das physische oder das energetische. Du magst, kannst du eine Hand auf die Mitte des Brustbeines legen, als Unterstützung, diesen Bereich einfach noch klarer wahrzunehmen. Mit deiner Vorstellung möchte ich dich einladen, eine Flamme oder ein Feuer oder ein Licht in deinem Herzen zu entzünden. Dieses Licht oder diese Flamme oder die Kerze repräsentiert dein Feuer, deine Leidenschaft, deine Passion, deine Lebensfreude. Es repräsentiert deinen Selbstwert. Es repräsentiert die Liebe zu dir selbst, die Liebe zu den Wesen in deinem Umfeld. Und die Liebe mit dieser Welt. Erlaub dir, mit den Worten in Resonanz zu gehen, die am klarsten mit dir spürbar sind, die in dir vibrieren, die eine Lebendigkeit repräsentieren. Der Mai ist ein ganz besonderer Monat. Mai. Der Wonnemonat Mai, der Mai bringt alles Neue.
Der Mai bringt den Maibaum, Beltane, Walpurgisnacht. Oder das Erleuchtungstag. Was darf in dir erleuchtet werden? Welche Schattenanteile in dir zeigen sich so ganz filigran unterhalb der Oberfläche? Das Herz wird hier im Mai ganz stark in den Vordergrund kommen. Unser Herz ist unser zentrales Organ in uns. Wir sagen auch, das Herz fühlt. Alle Gefühle gehen durchs Herz. Und wenn du dich dem Mai so zuwendest und dem Licht zuwendest, wie fühlt sich das für dich an, ins Licht zu treten, in die Sonne zu treten? Spürst du die Sehnsucht da drin? Die Sehnsucht nach mehr? Die Sehnsucht, es hervorzubringen? Oder spürst du vielleicht auch etwas, wo du dich zurückziehst, zurücknimmst und vielleicht abwendest? Erlaub deinem Herzen, dein Kompass zu sein, die Richtung vorzugeben und auch das Maß vorzugeben. Und erlaub dir hier erstmal das zu spüren, ins Licht zu gehen, in die Sonne zu gehen und vielleicht so die Anteile, die jetzt so ein bisschen hervorkommen, ohne dass wir genau wissen, was diese Anteile sind. Und verankere dich in deinem Herzen. Denk innerlich, begrüße diesen Mai auf deine Art und Weise. Heiß den Mai willkommen und so kann der Mai dich willkommen heißen, gemeinsam auf die Reise zu gehen. Und bleib noch etwas in dieser Verankerung, in diesem Herzbereich und mit diesem Licht, diesem Leuchten der Kerze oder dem Feuer. Und komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit in diesen Raum zurück, in diesen virtuellen Raum. Egal zu welcher Zeit, auch im Replay oder jetzt hier live. Und beginn sanft den Körper zu bewegen, dich zu strecken, zu räkeln und zu gehen. Und dann nimm dir eine oder zwei Minuten Zeit und schreib einfach auf, was dir aufgefallen ist. Wie war das Licht für dich? Welches Licht ist mit dir in Resonanz gegangen? War es eine Kerze? War es ein Feuer? Die Sonne? Welche Inspiration kam hervor?
kam etwas an die Oberfläche, was vielleicht gesehen werden wollte, oder eine Erinnerung von, oh wow, da wäre ich noch, genau da möchte ich weitergehen. Oder vielleicht auch ein großes Fragezeichen. Ich weiß noch nicht, wie sich das anfühlt. Auch das darf den ganzen Mai über sein. Du darfst ein Fragezeichen haben für dich selbst. Und du darfst dir dazu auch die Erlaubnis geben. Eine Empfehlung ist jetzt, hier auf deinem Blatt Papier noch so ein kleines bisschen Platz zu lassen, um dann vielleicht das ein oder andere zu ergänzen, das vielleicht dann gleich noch mal so ein bisschen aufpoppt, wenn wir so durch die Theorie gehen. Und als erstes möchte ich mit euch in den Mondkalender hineingehen und da einfach den zwei der Säulen anschauen. Und in diesem Monat ist am 5. Mai haben wir Vollmond und am 6. Mai haben wir den Beginn des Sommers. Lixia ist, bedeutet auch den Übergang der Jahreszeit, also der Jahreszeit vom Frühling in den Sommer hinein. Und der wird daran gemessen, dass jedes Jahr, entweder es ist der 5., 6. oder 7. Mai, das ist nicht immer am selben Tag. Und hat damit zu tun, dass der Winkel der Sonnenstrahlen im 45-Grad-Winkel zur Erde gehen. Und bei uns merken wir das. Also die Temperaturen sind hier noch ein bisschen kühl, nachts vor allem, aber es geht dann auch schon wieder in die Wärme hinein. Wir haben dieses Jahr wahnsinnig schöne Niederschläge. Unsere Seen sind gefüllt, unsere Flüsse sind gefüllt und das nicht nur hier in Europa. Ich habe am Sonntag mit Freunden in Kalifornien telefoniert. Die hatten ja in Amerika so diese vielen Schneestürme, was in sich vielleicht nicht unbedingt das Schönste war vom Erleben her. Aber das Coole ist, dass alle Reservoirs super voll sind. Und in den letzten Jahren war es in Amerika ja auch schon immer so, vor allem in Kalifornien, dass die nur noch zweimal die Woche ihren Rasen gießen durften. Das scheint wohl für dieses Jahr, es gibt so ein Gerücht, dass das aufgehoben wird. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, hier bei diesen 12 Stämmen sind wir hier beim 7. Stamm, Lixia, und da geht es um die Vorbereitung des Sommers. Wir brauchen, damit die Natur einfach gut in die Frucht kommen kann, brauchen wir einen guten Regen, eine gute Feuchtigkeit, aber auch schon das Sonnenlicht dazu, sodass der Keim, der im Frühjahr durch die Erde aufgebrochen ist, sich jetzt noch mehr der Sonne zuwenden kann. Und hier finden wir bei uns, sodass die Temperaturen so zwischen 16, 18 bis 20 Grad tagsüber gehen. Und wir haben immer noch eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft. Das heißt, dass wir jetzt, also das war vom 27. April bis zum 6. Mai. Ich habe hier mal meinen Kalender hängen, deswegen gucke ich darüber. Bis zum 6. Mai haben wir jetzt so diesen Beginn der Sommerzeit, der Feuerzeit, und wir gehen über in eine Vorbereitung für das Feuer. Das kriegt also sozusagen seinen Boden. Für die gesunde Haltung in dieser Zeit ist es super wichtig, dass wir unser Herz befeuchten. Repräsentativ, der Sommer braucht das Wasser oder die Vorbereitung des Sommers braucht das Wasser für die Bäume, die Pflanzen, für die Ernten. Und wenn wir dann das dann umwechseln und sehen, dass dann das Wetter wieder heißer wird, können natürlich Feuchtigkeit und Hitze schon auch mal uns ein bisschen einschränken. Es gab schon mal zum Beispiel sehr heiße Mai, wo wir auch schon gemerkt haben, puh, da brauchen wir wirklich einiges, um auszugleichen.
Wenn also die Temperaturen hochgehen, brauchen wir jetzt eine vitaminreiche Nahrung und kühlende Nahrungsmittel. Und hier empfiehlt die TCM Gurken, Tomaten, Brunnenkresse, Wassermelone, wenn wir bekommen, Birnen. Was wir auf jeden Fall haben, sind Erdbeeren, Sellerie, nicht in Kombination mit denen, ist auch sehr gut, um einfach dieser, wenn die Hitze aufkommt, dem etwas entgegenzusetzen. Und dann gucken wir den nächsten Stamm an. Das ist am 21. Mai sind die Getreideknospen. Xiaoman ist, da stehen wir kurz vor der ersten Sommerernte. Das heißt, hier haben wir schon mal die ersten Frühweizen, die geerntet werden. Die ersten Getreide kommen auch schon mal jetzt auf dem Markt, also vom Bauern her sozusagen. Und gleichzeitig ist es aber so, und das sehen wir einfach, das werden wir dieses Jahr wirklich richtig gut sehen können, ist dadurch, dass der Regen so stark war in der letzten Zeit, dass unsere Flüsse voll sind. Und das bedeutet wieder, und das ist jetzt wieder so ein bisschen die chinesische Analogie, dass eben die Fische und Garnelen groß und fett werden. Und für uns bedeutet es, dass wir dann auch von der TCM her auch gerne mal so, wenn wir Fisch essen, wenn wir jetzt nicht Vegetarier sind, dass wir so in diese Richtung von Forellen gehen. Garnelen bin ich jetzt persönlich nicht mehr so der große Fan von, aber das darf auch jeder für sich selbst entscheiden. Hier die täglichen Temperaturen würden wirklich deutlich wärmer werden. Achtet also darauf, dass auch hier man sich immer noch gut anzieht, weil es kann schon mal auch sein, dass es dann wieder so einen Regen gibt oder Regen geben kann, der dann auch mal uns nass macht. Könnt ihr euch daran erinnern, an so einen schönen Platzregen? Also ich schon noch in meiner Zeit als Kinder oder als Jugendlicher hatten wir schon auch immer mal wieder so einen richtig heftigen Sommerregen, den es auch natürlich von der Natur her braucht. Nur wenn wir dann nass werden, kann das mal ein bisschen seltsam werden oder auch eine Erkältung bringen. Hier können Sachen aufkommen wie Nesselsucht, Rheuma, Schweißflecken, steht jetzt hier so ein bisschen in Anführungszeichen. Das hat einfach damit zu tun, dass darüber so Rötungen und Empfindsamkeiten der Haut entstehen kann. Ekzeme, aber auch andere Hauterkrankungen. Und jetzt ist auf jeden Fall die Zeit, wo ich gerade schon noch gesagt habe, wir können schon mal in den Fisch hineingehen, immer noch weiter je weiter wir in den Sommer kommen, in eine leichte vegetarische Kost überzugehen, um einfach Feuchtigkeit und Hitze immer wieder auszuleiten. Das heißt also kein rotes Fleisch essen, kein scharf geräuchertes Essen, nicht zu viel Chili am Essen oder Cayenne-Pfeffer, auch sehr unproduktiv gerade im Sommer. Hier in unseren Breitengraden. Super gut sind dann eben die grünen Bohnen, Squash, Kürbis oder natürlich die Gurke. Wenn wir uns dann weiter auf die Einstimmung des Mais hinarbeiten, habe ich euch schon ein bisschen vorbereitet mit der Meditation. Hier geht es ums Herz und hier geht es darum, dass unser Herz magnetisch wird. Für viele von uns ist das so, bitteschön, wovon redet der? Ein magnetisches Herz, also ehrlich. Jetzt will er gleich noch sagen, jetzt noch irgendwas elektrisch. Ja, absolut. Unsere Gedanken sind elektrisch. Das sind elektrische Impulse. Und wenn wir am Denken sind, sind wir nicht am Fühlen. Und wenn wir unser Leben angucken, dann beschäftigen wir uns viel, viel mehr mit unserem Gedankenkarussell. Und versuchen auch mehr unserer linearen Zeitlinie zu folgen. Das heißt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Wenn ich hier viel mache, bekomme ich hier am Ende viel. Meistens ist es so nicht. Es ist eher, dass wir viel mehr reinbuttern und wir kriegen weniger raus. Und wenn wir beginnen und vor allem jetzt mehr ins Herz zu gehen, wird es wie so ein Magnet. Und es gibt auch Studien darüber, dass die Elektrizität in dem Herzen, in den Herzmuskeln immer noch klar Elektrizität ist, in Form von, du kannst eine Kartoffel zum Glühen bringen oder eine Kartoffel
keine Glühbirne zum Glühen bringen. Und hier geht es darum, dass wir diesen Prozess umkehren. Denn wenn es darum geht, das Feuerelement und das Herz in uns mehr zu stärken, gerade im Mai, sind das Gefühle von Selbstwert, Selbstliebe, Harmonie, Verbundenheit und Gelassenheit, können wir noch weiter ergänzen, in Lebensfreude, Freude, der ekstatische Tanz, die Kommunikation, Liebe. Wenn wir all das hier reinnehmen, das ist eher wie ein Magnet und das kennen wir. Wenn wir frisch verliebt waren, klappte einfach alles. Erinnert euch mal daran, als ihr frisch verliebt wart, da war das ganze Leben rosarot. Da hat alles geklappt, was ihr auch nur irgendwie angedacht hattet. Und das ist dieser Magnetismus. Das heißt, dass wenn wir mehr hier im Herzen leben, ziehen wir förmlich alles an, was wir brauchen, was gut ist für uns. Ja, es gibt Momente, wo wir sagen würden, das brauche ich jetzt aber gerade in meinem Leben nicht so sehr. Aber auch hier drin, das ist, ne, je mehr Licht wir ins Dunkel, in uns hineinbringen, desto mehr kommt das Dunkle auch an die Oberfläche. Und wir sehen dann mit so einem 1000-Watt-Strahler auch mal an unseren Schattenseiten ein bisschen näher. Und auch diese Dinge wollen gesehen werden, um in die Heilung zu kommen. Wenn wir uns jetzt also mit uns und unserem Herzen immer wieder neu verbinden, treten wir automatisch in diesen ureigenen Fluss des Lebens wieder ein. Und wir sind wie auf einer Welle mit viel mehr Genuss dabei, uns auch den Herausforderungen zu stellen. Erinnere dich nur mal daran, es ist viel härter, mit einem miesepetrigen Gesicht eine Sache zu erledigen und aufzuarbeiten, als wenn wir mit einem Lächeln dran gehen. Es gibt ja auch so Kollegen, Kolleginnen in unserem Umfeld, wo wir denken, meine Güte, der hat ja aber auch immer gute Laune. Das kann doch nicht stimmen. Aber seltsamerweise gibt es diese Menschen. Und bei denen flutscht es auch. Wenn wir also das Leben dann wieder in diesen Fluss hineinbringen, dann gibt das wieder einen Nährboden für unsere Passion, für unsere Leidenschaft. Und wir haben dann auch wieder die Kraft, Verzweiflungen, Verletzungen durch die Vergebung uns selbst, aber auch den anderen wieder in den Wandel zu bringen. Und ihr wisst alle, Verletzungen auf der Herzensebene, das ist nichts, was morgen schon aufgelöst ist. Wir machen jetzt den Anfang und wir haben die nächsten 3 Monate Zeit, damit uns intensiv damit zu beschäftigen. Und jetzt einfach so ein paar Kontemplationsfragen für dich. Und jetzt nimm dir nochmal deinen Stift und Zettel. Und geh mal mit den Fragen oder mit der Frage, die für dich in Resonanz geht. Welche Verletzung auf der Herzebene habe ich verdrängt oder zeigen sich jetzt in meinem Leben? Gibt es etwas, woran du dich erinnerst? Es gibt so einen Twist mit deiner Family, Schwester, Bruder, Papa, Mama, vielleicht Tante, Onkel, wem auch immer. Und wir haben uns so abgewendet. Schneidest du dich von deinem Fühlen ab? Gibt es Gefühle, die du nicht mehr fühlen möchtest? Oder welche zwischenmenschlichen Beziehungen sehnst du dich nach Austausch oder Anerkennung? Hier kann man auch nochmal so ein bisschen den Zusatz machen, wo siehst du, da gibt's faule Kompromisse und die Betonung ist auf faul. Oder auch, was hast du noch nicht ausgesprochen oder was wurde noch nicht ausgesprochen? Und bitte, macht nicht alle Fragen. Das wird dein System überfordern. Aber nimm so 1 oder 2 Fragen, wo du merkst, damit kann ich echt gut. Ich gebe euch hier wieder so ein, 2 Minütchen, um einfach auch nochmal da reinzugehen.
Okay, der Ton war weg. Wie viel war weg? Soll ich alles nochmal von vorne machen? Ah, jetzt ist er da. Nee, okay. Bei mir alles okay. Ich kriege hier den Daumen von den anderen. Wenn ihr im WLAN drin seid und euch das Webinar anschaut, schaut, dass ihr alle anderen Apps auch zu habt, dass die E-Mails zu sind, dass ihr wirklich auch nur die Kapazität von eurem Internet nutzt. Okay, denkt dran, ihr dürft gleich im Anschluss noch für die nächsten 3 Monate Fragen dazu nochmal reflektieren. Ihr dürft auch nochmal den Replay anschauen. Und ich würde gerne von euch hören, was ist oder sind deine momentanen Herausforderungen? Es ist eine Herausforderung, Herausforderungen, wo vielleicht so auch eine kleine Kettenreaktion da ist, und schreibt die in den Chat. Und warum? Die Zunge ist das Sinnesorgan für das Herz, für das Feuerelement. Und hier geht es darum, die Worte auszusprechen. Und meine Einladung, die Sachen jetzt in den Chat zu schreiben, ist sozusagen, anstatt uns alle zu unmuten und loszureden, ist jetzt das Thema, und du bitte schreib das so privat oder so offen und so weit, wie es für dich stimmig ist. Was ist gerade jetzt so im Kontext zu deinem Herzen deine Herausforderung? Es muss nicht unbedingt eine Herausforderung sein. Es könnte auch sein, wo du so einen Zug in die Entwicklung hineinspürst. Ne? Das kann ja auch was recht Positives sein, dass du sagst, wow, ich stelle mich jetzt demnächst auf eine Bühne. Das ist genau mein Ding. Und keine falsche Schüchternheit. Das Feuer liebt es, sich in den Ausdruck zu bringen. Trau dich. Und wenn du nicht möchtest, dass es alle lesen, kannst du es auch in einer Direktnachricht an mich schicken. Ja, absolut. Jawohl, genau. Yes. Ja. Ja. Ich werde die Sachen jetzt hier nicht vorlesen, aber ich kann nur sagen, spot on. So wunderbar, dass ihr heute da seid. Und damit können wir ganz viele Dinge schon weiter die Heilung bringen. Und Heilung wirklich hier im Großen zusammengefasst. Und Heilung ist ja auch oft so ein Wort, was in die eine oder andere Richtung schwanken kann. Man kann es auch als Balance oder Harmonie oder harmonisierend weiter übersetzen.
Wunderbar. Ja, genau. Ihr könnt es ja auch so kurz machen, wie es passt. Super, ich danke euch fürs Teilen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir alle zusammen in diesem Raum sind, auch wenn wir uns zum Teil nicht kennen, spüren wir, dass wir alle mehr oder minder ähnliche Themen haben, die uns alle im Herzen berühren. Wir sind nicht alleine auf diesem Weg unterwegs. Zauberhaft. Jetzt gehen wir natürlich voll in die Unterstützung rein. Und zwar die klare Sanftheit des Herzen Roll-On. Wir nehmen 4 Tropfen sibirische Tanne, Siberian 4. Das ist das Öl der Weisheit und der Perspektive. Die sibirische Tanne irrsinnig groß. Also so groß wie ein dreistöckiges Haus. Könnt ihr nachher beim Spaziergang mal gucken, wie hoch ein dreistöckiges Haus ist. Minus 60 Grad und sie überlebt immer noch. Und diese Überlebenskraft, die ist in diesem Öl drin und die hilft uns, Emotionen, Erfahrungen, die uns auf dem Herzen verletzt haben, die in der Vergangenheit liegen, anzuerkennen, zu erheben und zu klären. Deswegen 4 Tropfen. Siberian 4 in einen 5 ml Roll-On mit Basisöl nachher. Dann 4 Tropfen Magnolie. Wir brauchen die Großmutter. Wir brauchen diese Liebe unserer Großeltern. Einer der Gründe, warum Großeltern und die Enkelkinder sich so lieben, ist, weil Großeltern endlich das machen dürfen, was sie bei ihren Kindern nicht machen durften. Die können die Erziehung sein lassen. Die können einfach mit der unterstützenden Liebe da sein. Und die Magnolie ist das ätherische Öl, ist das mütterliche Mitgefühl oder das großmütterliche Mitgefühl, müsste man eigentlich hinschreiben. Ist gar nicht, warum ich mütterlich geschrieben habe. Aber es ist mehr die Rückseite des Herzens halten, so dass wir voranschreiten können in unserer Entwicklung. Dann 3 Tropfen Koriander, und zwar Koriandersamen, nicht das Korianderkraut. Und das ist das Öl der persönlichen Integrität. Das gibt uns diese Verankerung in uns drin. Und wenn wir dann sagen, okay, ich lasse meine Verletzungen zurück, ich erlaube ihnen, sich zu erlösen, ich gebe mir den Rückhalt der Liebe und des Mitgefühls meiner Großmutter, meinen Großeltern, um in meine persönliche Integrität zu kommen, in meine Verankerung hinein. Baby, das Leben kann nur noch ein schöneres Karussell werden. Dann nimmst du einen 5 ml Roll-On. Und was ich mache, ich male mir dann mit dem Roll-On immer so ein Herz auf mein Herz und fülle den dann so ein bisschen aus. Ich weiß, es ist ein bisschen kitschig, aber so bin ich nun mal manchmal. Dann die Pulspunkte verreibt ihr mit dem Roll-On und hinter dem Ohr. Und dann massiert ihr das Ohr mit dem Öl noch, weil dann habt ihr die ganzen Reflexionspunkte von dem Ohr noch mit dabei. Das heißt, du unterstützt nicht nur dein Herz, sondern dein ganzes System damit. Was es macht, es kreiert eine Sanftheit. Es lässt dich so vom Herzen her entspannen, dass ein Schmetterling oder eine Feder auf deiner Hand Platz nehmen kann. Und das, diese Sanftheit, die bringt diese Klarheit, also die Siberian 4 bringt die Klarheit mit hinzu, dass die Schmerzen gehen können, die Verletzung gehen kann. Und dann kannst du wieder in Beziehung gehen. Dann kannst du in Kontakt gehen. Solange dein Herz verschlossen ist, hältst du dich zurück und gehst nicht in Kontakt. Du kannst auch nicht in Kontakt gehen. Und diese Mischung hilft dir, ist wie ein Sicherheitsgurt. Es gibt dir wieder
dein Ich-Gefühl zurück, um dann voranzugehen. Ich kann euch sagen, es ist gerade mein Lieblingsroll-on, logisch, sonst würde ich euch diese Mischung nicht geben. Und bei mir in der Praxis ist die auch gerade sehr gefragt. So, dann einfach noch mal eine Frage angucken. Genau, ich meine den Magnolia Touch. Diesen jenen welchen. Und da machst du einfach mit dem Öffner machst du dann einfach die Flasche auf und gehst mit einer sauberen Pipette hinein und nimmst 4 Tropfen und gibst sie in dein Roll-On mit hinein. So, dann habe ich für euch diesen Monat mal ein Programm zusammengestellt, das aus 2 Kursen gleichzeitig besteht, aber auch einzeln gebucht werden kann. Weil je nachdem, einer will die körperlichen Aspekt mit dazu, der andere braucht mehr den emotionalen Aspekt und da sind wir mehr in der Aromapressur und das Yin-Yoga gibt uns die feminine Kraft über den Körper mit hinzu. In diesem Kurs erforschen wir die Polaritäten unseres Alltages und setzen ein neues Fundament für Selbstliebe und Selbstwert. Dadurch gehst du mehr gestärkt und aufrichtiger in deine Begegnung. Du suchst eine innere Ausrichtung, eine Zentrierung auf die Magnetisierung des Herzens, die dann wieder die Harmonie und die Gelassenheit und die Verbundenheit zu deinem Leben bringt. Diese herzzentrierte Verankerung gibt es in 2 verschiedenen Formen. Einmal in dem Yin-Yoga-Kurs oder dem Aromapressur-Kurs. Und diese beiden Kurse laufen parallel. Das heißt, du kriegst montags das Yin-Yoga und mittwochs kriegst du die Aromapressur. Du kannst das zusammen buchen oder auch einzeln. Na, bleib hier. Themen in der ersten Woche ist das geerdete Herz, die zweite Woche das geschützte Herz, in der dritten Woche nähren wir das Herz und in der vierten Woche werden wir es ausgleichen. Und hier könnt ihr nochmal sehen, was ich mit diesem magnetisch meinte. Hier ist das Herz. Und da ist dann diese Spirale. Und die kann einmal nach außen gehen, aber auch nach innen. Ich habe leider kein Bild gefunden, wo beide Spiralen bunt sozusagen sichtbar sind. Deswegen braucht ihr so ein bisschen eure Vorstellungskraft. Und damit wirbelt ihr euch sozusagen in euer Leben hinein. Ihr habt dann jeweils 4 Livestreams mit der Aromapressur und oder des Yin-Yoga-Kurses, 30 Minuten, viermal noch im Anschluss mit mir im Austausch, wo wir dann Fragen und Deep Dives machen. Es gibt ein Workbook dazu für jede Wochenbegleitung, eine Inspiration und Reflexion und dann nochmal eine geschlossene Telegram-Gruppe. Die einzelnen Kurse, also der Yin-Yoga-Kurs kostet 88 €, der Aromapressur kostet 125 €. Wenn ihr beides zusammennehmt, kostet der Spaß nur 180 € statt 213. Müsst ihr euch nicht merken. Diejenigen von euch, die bis zum 13.05. Den Kurs, entweder den einen oder den anderen oder das Paket buchen, ihr bekommt die Regeneration am Sonntag von mir gratis obendrauf. Und die ist am 14.05. Deswegen müsst ihr euch bis zum 13.05. angemeldet haben. Regeneration am Sonntag ist Breathwork, Bodyscan und Energywork hinterher, um dich wirklich auf der tiefsten Ebene weiter zu regenerieren. Hier habe ich den Mega-Special für euch und der ist gratis. Healing Heart Minikurs. Der startet am 5. Mai, ist 5. 6. Mai. Und hier lade ich dich ein, Heart Healing Sessions zu genießen, aufzunehmen und zu indulgen, weil wir kommen mit dem Sommer in das Feuerelement hinein und es ist die Manifestation des saisonalen Qis. Das saisonal bezieht sich jetzt auf die Jahreszeit und das Qi ist die Lebensenergie. Und diese nächsten 3 Monate des Sommers, da geht es darum, in das Erblühen und in das Gedeihen hineinzukommen. Das Qi des Himmels und das Qi der Erde verbinden sich miteinander, tauschen sich aus und alle Lebewesen in dieser Zeit kommen in ihre Reife und in das volle Erblühen hinein.
Und damit kannst du dir auch erlauben, deine Lebensenergie in deinem Inneren, vom Inneren heraus ausstrahlen zu lassen. Gestern Morgen habe ich in der Yin Yoga Community Lehrer Ausbildungsklasse gesagt, stellt euch diesen Lava Cake vor, also dieses Schokomuffin-Teil, wo innen drin dieser Schokokern ist, und ihr macht diesen auf und dann oust dieser Schokolade raus. Genau das meine ich als Sinnbild. Wenn du so aufgefüllt bist von innen mit deiner ganzen Selbstfürsorge, der Selbstliebe und der Selbstachtung, dann oust du wirklich nur noch alles aus, und das zieht noch mehr Freunde an, die mit dir zusammen Lava Cake essen wollen. Die erste Session ist am 5. Mai, das heißt, hier werden wir erstmal präsent. Am 6. Mai ist dann gesunde Grenzen. Und am 7. Mai gibt es dann von mir das kreierte Emotional Release Layering Technik. Da geht es darum, dass wir ätherische Öle direkt in die Anwendung bringen, um bestimmte Dinge, die uns im Weg stehen, oft gerade auf der emotionalen Ebene, zu erlösen. Ich habe das in einem 4-wöchigen Online-Kurs mit ein paar Menschen gemacht, eigentlich mit sehr vielen Menschen gemacht. Die haben wahnsinnige Sachen berichtet, was sie für Erfolge hatten. Dieser Healing Heart Kurs ist eine Mischung aus Reflexionsarbeit, Meditation, Yin-Yoga und ätherische Öle. Und das Ganze findet bei mir in der Facebook-Gruppe Coaching by Nature statt. Startet am 5. Mai und ihr bekommt den Link in der Replay-E-Mail zugeschickt. Da braucht ihr euch jetzt nichts zu merken. Diejenigen von euch, die schon in der Gruppe sind, freut euch drauf. Ja, Titus, sorry, leider nicht. Da muss ich mir noch mal überlegen, ob ich was ich da machen kann, wenn jemand kein Facebook hat. Stimmt. Genau, falls ihr Fragen habt, werden wir die jetzt gleich im Anschluss beantworten. Für diejenigen von euch nochmal, für dich jetzt, du bekommst eine E-Mail mit allen Informationen, die wir gerade hatten. Du bekommst den Replay und du bekommst den Link und mit den ganzen Angeboten und so weiter zugesandt. Wenn du ein spezifisches Thema hast, kontaktiere mich direkt, am besten per SMS, da bin ich am schnellsten zu erreichen. Und denk dran, schau dir gerade nochmal deine Herausforderungen an, die du vorhin aufgeschrieben hast, wo du gemerkt hast, puh, da merke ich, da sitzt gerade was. Und wenn du in die Gruppe kommst, kann ich dir garantieren, dass wir die erste Schicht schon mal auf jeden Fall runternehmen. Versprochen. An dieser Stelle sage ich danke für euer Dabeisein. Wünsche euch einen wahnsinnig schönen Mai. Freue mich auf euch in der Facebook-Gruppe zu sehen. Und dann spätestens dann im Aromapressur oder im Yin-Yoga-Kurs und dann im nächsten Monat. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.